Hallo, liebe Freunde der Malerei, heute entführe ich euch mal zu einem wunderschönen Thema. Das Thema ist Meer. Meer mit seinen Wellen, seinen Wogen, der Brandung, die ausläuft auf den Strand, der Himmel, die Weide. Alles das spielt hier eine Rolle und Sie werden sehen, wenn Sie mir über die Schulter schauen, das ist eine ganz, ganz einfache Geschichte, wenn Sie das beibehalten, was ich Ihnen jetzt in den nächsten paar Minuten schön Stück für Stück erkläre. An dieser Stelle hier habe ich eine Horizontlinie eingezeichnet. Ein Drittel Land, zwei Drittel Himmel ungefähr. Wir sind an der Küste, benötigen natürlich viel mehr Himmel. Horizontlinien sind bei Bildern immer ganz wichtig. Damit haben Sie wirklich den optischen Anhalt. Und dann können wir schon anfangen, mit Farbe an unser Bild zu gehen. Als ersten Farbton brauchen wir Titanweiß. Dieses wird mit einem breiten Paddelpinsel schön waagrecht über den Horizont gezogen. Das wird die sogenannte Untermalung. Wir wollen ja einen Himmel haben und jetzt geben wir dem Himmel die Grundfärbung. Das Ganze muss nass in nass passieren. Die Farbe darf also nicht antrocknen, sonst hätte ich diese Absätze im Bild. Nächster Farbton wäre Kobaltblau, ein lasierendes Himmelblau. Und das wird ein Stück höher angesetzt. Hier in dem Bereich. Sie sehen, es ist über der Kante zum Weiß angesetzt. Und er mischt sich in der Nass-und-Nass-Technik mit dem noch feuchten Weiß. Man kann das zart nach unten durchziehen, ohne viel Druck, und lässt es bis zum Horizont auslaufen. So entstehen dann wunderschöne Verläufe, die man benötigt. So, ohne viel Druck arbeiten. Wieder etwas vom Kobaltblau aufgenommen, jetzt im oberen Bereich angefangen. Der restlichen schwarzen Fläche auch hier ruhig Farbe aufnehmen und waagrecht durcharbeiten. Jetzt haben wir diese zarte Stimmung drin hier und ich gehe, wenn ich ein sommerliches Bild haben will, mit etwas lichten Ocker Weißabmischung ran. Ich habe hier noch ein bisschen den Farbrest drin, den lasse ich einfach drin. Nehme Weiß, lichten Ocker auf. Ganz, ganz helle Mischung, muss ganz hell sein. Und lasse das hier von unten her zu zarten Schlieren in den Himmel auslaufen. So ein bisschen Licht später in den Wolken. Langer Strich auslaufen lassen, ganz wichtig. So, jetzt haben wir das drin. Von oben her möchte ich noch etwas mehr Tiefe haben. Ich habe mir hier ein bisschen Pinsgrau unter das Kobaltblau gemischt. Pinsgrau sieht im ersten Augenblick schwarz aus, ist aber ein ganz dunkles Indigo und ein sehr lasierender Farbton. Damit dämpfe ich den Himmel im oberen Bereich noch etwas ab. Das Ganze muss dann gut durchtrocknen, bevor ich an die Wolken rangehe. Jetzt gehe ich an die Wasserfläche ran und das ist hier was ganz Interessantes. Ich nehme jetzt hier ein bisschen Phthalo-Blau auf, nehme gleichzeitig ein bisschen Phthalo-Grün auf, ein bisschen Pinsgrau. Das sind also jetzt drei Töne, die ich gleichzeitig auf meinen 10 cm breiten Paddelpinsel aufgenommen habe und fange mal an, das waagrecht über den Horizont einfach reinlaufen zu lassen. Man kann den Pinsel auch mal ein bisschen drehen und wenden dabei und dadurch bekomme ich eine sehr leuchtende Mischung auf die Leinwand. Immer noch mal ein bisschen Phthalo-Blau nach.
langer, waagrechter Strich. Hier lasse ich ein bisschen schräg weglaufen. Ich möchte die Küste nicht gerade auf mich zulaufen lassen. Die Küstenkante soll später diagonal weglaufen. Hol mir ein bisschen vom Ocker, welches ich hier oben noch verwendet habe, dazu ein bisschen lichten Ocker und lass diesen lichten Ocker ein bisschen noch mit reinlaufen in die ganze Geschichte. Beachten Sie immer, das sind Untermalungen. Untermalungen sind nicht immer die Endfarben. Viele haben dann Angst, dass sie sagen, ach, jetzt ist das hier ein bisschen zu grün, ein bisschen zu blau. Es geht darum, dass sie eine Farbe unter ihr Bild bekommen, welches im Bild mitspielt. Dafür macht man eine Untermalung. Und wenn sie mal nicht ganz auf Deckung sind, ist es nicht so schlimm, als wenn sie einen weißen Fleck von der Leinwand stehen hätten. So einfach mal rüber. Ja. Sehen, langer durchgezogener Strich und Sie sehen schon die Dynamik, die ich hier reinbringe in diesen Bogen. Nicht eine Kurve, sondern so ganz leicht durchgewölbt. Einfach da ein bisschen rüber. Ja. Während hier der Himmel trocknet, die Wasserfläche trocknet, wende ich mich meinem Strand zu. Dazu nehme ich ein bisschen lichten Ocker, nehme ein bisschen Weiß und male in den noch feuchten Übergang des Wassers ganz zart rein. Sie sehen, da entsteht an der Kante so ein leichter Grünton. Das interessiert mich aber nicht, ob das hier so ganz leicht in Schlieren rausgeht. Das bekommen wir nachher alles wieder schön in der Reihe und Glied gebracht. Hier ganz zart. Jetzt, nachdem das Ocker hier drauf gekommen ist, bringe ich hier am Übergang zum Wasser noch so ein bisschen Umbra Natur. Das hat einen einfachen Grund. Feuchtes Wasser ist feuchtes Wasser, das war jetzt auch der Witz. Feuchter Sand ist immer etwas dunkler, deshalb kann man hier schon so ein bisschen ganz zart so ein paar dunkle Töne nachziehen. Sie sehen, ich habe hier ganz wenig Weiß auf einem Katzenzungenpinsel Borste. Setze dieses wenige Weiß für die Wolken an. Ich drücke den Pinsel, der Pinsel, der darf nicht nass sein, der darf nur glamm sein und spiele die Oberkante, die Lichtkanten der Wolken aus, dass das hier richtig schön auslaufen. Komm, nochmal rein. Für die nächste am Horizont liegen die etwas flacher, sind länger gestreckt, dichter in der Optik. Einfach nur so ein bisschen rauslaufen lassen. Oberkante, Licht, ganz wichtig. Und nach unten ein bisschen zart ausreiben. Deshalb sehr wenig Farbe drauf nehmen. Diese Dynamik des Himmels aufnehmen. Wir gehen ein bisschen schräger ran hinterm Horizont. Lassen das hier da ein bisschen überlaufen. Die Struktur entstehen lassen. Hier sieht man sehr schön die Oberkante der leuchtenden Wolke. Mal hier auch noch ein bisschen hinziehen und ausreiben. Immer darauf achten, zum Horizont hin sind diese ganzen Partien etwas dichter von der Optik, aber dafür auch nicht mit so vielen Details versehen. Etwas Farbe in den Wolken. Bringen Sie ruhig etwas Farbe rein. Ich benutze dazu Painsgrau und etwas lichten Ocker. Das macht mir eine schöne sommerliche Wolke und gibt dem Bild nochmal zusätzliche Tiefe. Für diese Aktion benutze ich
lichten Hocker, habe ich ja gesagt, ich nehme etwas auf den Pinsel auf, nehme es in einem Tüchlein wieder raus, da darf nur ein Hauch drin sein. Also wenn Sie das auf dem Handrücken testen, da darf fast nichts mehr rauskommen. Ich reibe an der Unterkante meiner Wolken einen ganz zarten Hauch Ocker ran, um der Wolke das Sommerliche mitzugeben. Sommerliche Wolken, die haben vielleicht eher mal Staub, den sie mitführen, trockene Luft. Tiefdruckgebiete meistens sehr dunkel. Hier haben wir jetzt richtig schön den Sommer. Sie merken, ich nehme kaum Farbe auf. Schreibe nur die Reste, die noch im Pinsel drin sind, diesen kleinen Hauch in mein Bild. Nachdem wir das Ocker aufgebracht haben, bringe ich ein bisschen die Tiefe rein. Dazu habe ich auch nur einen kleinen Hauch Pinsgrau aufgenommen, auch wieder in ein Läppchen ausgewischt, an die Unterkante der Wolken, einfach nur ein bisschen hinreiben. Da kommt am wenigsten Licht ran an die Wolke. Hier einfach so ganz locker mit reinspielen lassen. So erreichen wir eine wunderschöne Tiefe in den Wolken. Sehen hier der Horizont, der ist ausgefranst von der Untermalung. Das gleiche ich aus mit ein bisschen Weiß auf dem Pinsel. Lass das Meer zu einem ganz zarten Dunst verschwinden. Dazu nimmt man ganz wenig Weiß auf und lässt es ganz zart lasieren, drüber laufen. Damit wird auch der Übergang zwischen Horizont ganz weich. Mit etwas Pinsgrau auf dem Pinsel bringe ich jetzt hier mal die Form der Welle, die sich hier an den Strand ranwirft, rein, so ganz leicht, kann man schon mal mit ein bisschen Pinsgrau in die Richtung ziehen. Profi nimmt manchmal den Finger dazu und zieht einfach nur mal etwas Schatten rein. Die dahinter, die nächste, auch als ganz zarten Hauch reingelegt, hier, dass wir auch noch eine reinkommen. Die dürfen wir einfach nur mit dem Finger horizontal ein bisschen verwischen, die ist weiter weg. Alles, was weiter weg ist, benötigt nicht der Genauigkeit hier. Also nicht da hinten am Horizont verlieren im Detail. Das ist also immer dieses Problem, dass man am Anfang meint, man müsste alles malen. Betrachten Sie Malerei wie ein Stückchen Ton, welches Sie langsam hinmodellieren, bis das Ganze stimmig ist. Auch hier ein bisschen vom Pinsgrau rausziehen in die Dynamik, die läuft flach zum Strand aus. Die Welle, hier noch ein bisschen was. Da hinten kann man auch noch ein bisschen was reinbringen. Da ist es aber nicht so wild. Alles, was weiter weg ist, bedarf nicht der Genauigkeit, außer Sie arbeiten im Fotorealismus, aber in der Malerei müssen Sie die Angst ablegen, hier hinterm Horizont. Ich sage immer so schön, eine Fliege noch die Haare auf den Hintern zu malen. Mal ruhig ein bisschen reiben. Sie sehen schon, jetzt haben wir die Richtung, wie die Welle rankommt, abschattiert und das nächste wäre, das Licht einzuarbeiten. Ja. Mit einer Mischung aus Phthalogrün, Cadmiumgelb und Weiß bringe ich jetzt in die Wellen das Licht, welches durch die aufsteigenden Wellen durchscheint, ganz leicht noch dazu.
Ich fange an mit Druck, nimm den Druck vom Pinsel weg, lass das auch hier richtig schön auslaufen. Also hier richtig schön. Anbringen. Sie können hier auch ein bisschen variieren. Sie können auch mal ein bisschen mehr Gelb nehmen. Also hier einfach ein bisschen reinreiben und dann den Pinsel ankippen und auslaufen lassen. Hinteren Wellen, die brauchen gar nicht so viel Licht. Da greift man nur ein bisschen was ran, um dem Betrachter zu zeigen, aha, da hinten kommt noch eine Welle an. Muss also gar nicht so überzogen viel sein. Dann kann man also hier ein bisschen anspielen. Und wenn was aufhören soll, Druck wegnehmen vom Pinsel. Die ganz hinteren Wellen, da streife ich nur einen kleinen Rest ab. Es ist so weit weg, dass es niemanden interessiert. Hier vorne, der Bereich ist für uns wichtig. Leuchten reinbringen, Gelb, Weiß, Grünmischung, auch hier ein bisschen am Strand. Auch drüber rein. Jetzt gebe ich eine ganz zarte Mischung Ocker, nehme ein bisschen Weiß auf meinen Pinsel und arbeite das Licht in den Strand. Ich habe ja vorher so eine extrem dunkle Untermalung gehabt, die lasse ich nun noch so ein bisschen durchchangieren und dadurch wird auch die Strandfläche etwas lebendiger. So. Sie können hier in diesen Ockertönen ein bisschen variieren. Auch mal ein bisschen mehr Weiß zu geben, intensivere Töne reinbringen. Spielen Sie einfach hier mit der Struktur im Sand. Ganz zarten Hauch rüberreiben in die Wasserfläche, die ankommt. Hier kommt das Wasser an. Der dunkle Sand ist immer etwas feuchter. Das ist also ganz normal. Dunkler Sand bedeutet hier am Strand etwas mehr Wasser. Und wenn er heller ausfällt, ist er trocken. So unterscheiden sich eigentlich diese zwei Bereiche von hier nach hier. Da scheint der feuchte Sand durch die Wasserfläche durch. Hier haben wir vielleicht einen Blick von der Düne runter. Wenn hier noch so ein bisschen so ein Anstieg zur Düne hin. Der Betrachter steht ein bisschen höher. Also stellen wir unseren Betrachtungswinkel so ein, dass wir hier ein Stück Düne runterlaufen lassen. Das muss einen harten Absatz erstmal geben. Da kommen nachher noch so ein paar Dünengräser rein, so ein paar Rollgräser, die typisch für die Küste sind. Und damit haben wir erstmal unseren Strand ausgearbeitet und geben gleich unsere Düne mit etwas Umbranatur und ein bisschen Schattierung mit.
damit die sich hier im Kontrast etwas abhebt. Haben auch hier noch so ein paar kleine, leichte Schattierungen reinbringen. Die nächsten Schritte wären dann das Aufsetzen unserer Schaumkrone auf den Wellen. Und dazu benutze ich dann einen Fächerpinsel und etwas Weiß. Jetzt habe ich auf die Spitze eines Fächerpinsels Borste etwas Weiß aufgenommen. Gehe über die Kante, Oberkante der Welle, kann jetzt hier schon die Welle ganz zart brechen lassen. Man setzt an mit Druck, nimmt den Druck weg, kann den Pinsel auch ein bisschen schmal nehmen, Schmalseite, und lass das hier mal auslaufen. So, Druck wegnehmen vom Pinsel. Der Wind weht rein, da geht es auch ein bisschen nach oben, gegen den Strich, als würden Sie einen Hund gegen die Laufrichtung der Haare streicheln. Nehmen Sie und modellieren Sie die Wellen raus. So, kann da also wirklich ganz locker rausziehen. Sehen, das geht sehr, sehr schnell. Aber ganz wichtig, keinen Synthetik-Fächerpinsel nehmen. Borste, das ist also die Struktur. Borste gibt wirklich die Lebendigkeit in so eine Arbeit. Ansetzen, bisschen auf die Spitzen aufgenommen und dann wegdrücken und die Welle entstehen lassen. Wenn zu viel Farbe drauf ist, abstreifen ein bisschen. Schaumkrönchen leicht ein bisschen ausziehen, wenn eine Welle bricht, dann gibt es immer so ein bisschen Schaum an der Wasseroberfläche. Also keine Angst, da kann gar nichts daneben gehen. Ganz locker. Hier hinten machen wir auch weiter. Machen wir hier die Welle mal so aufsteigen. Und dann so locker wegziehen. Hier die hintere Welle, der geht man nur mal nur so eine Linie drauf, einfach so ein bisschen abstreifen und gar nicht in die Details reingehen, einfach hier ein bisschen reinspielen, Licht- und Schattenspiel ein bisschen ausspielen und schon haben wir die hintere Welle auch drin. Dahinter kommt noch mal eine ganz zarte, das sind nur so ein paar kleine, hauchzarte Strichchen, da durch einen halbtrockenen Pinsel abstreifen und habe diese Stimmung eingefangen. Sie sehen, das ist also nur einen trockenen Pinsel abgerieben ein bisschen und nicht mehr. Hier an der Uferkante noch ein bisschen ist alles abgestreift. Und schon haben wir unser Wasser gestaltet. Mit einem Signet-Pinsel, das ist ein 8er Synthetikpinsel mit einem ganz speziellen Haar, gehe ich jetzt hin und bringe hier die Uferkante, die Trennung zwischen Wasser und Land rein. Das sind diese kleinen Schaumkrönchen, die sich am Ende der Welle gebildet haben. Das ziehe ich hier so ganz zart rein. Sehen. Dadurch bekommt man den Eindruck, als würde das Wasser wieder zurückfließen. Also nie vergessen, wenn Sie Wasser malen, dass Sie hier diese Kante
nicht mitmachen, dann haben sie keine Trennung zwischen Meer und Strand. Das darf also wirklich leuchten, das darf also nicht so verwaschenes Weiß sein, deshalb auch immer beim Weiß darauf achten, dass es ein sehr gut deckendes Weiß ist, also kein glasierendes. Und dadurch haben sie dann ganz rasch die Uferkanten gestaltet. Hier ein bisschen mehr Weiß, ein kleines bisschen. Da drüben läuft es auch noch aus. Solche Details kann man bis zum Exzess ausspielen. Wir machen hier mal eine sehr schnelle Variante. Also ich könnte mich beim Wasser aufhalten mit Leinen, Schaumkrönchen, die hier Punkt für Punkt aufgesetzt werden. Aber ich möchte Ihnen ja schnell mal den Aha-Effekt zeigen, wie sie schnell zu Wellen kommen. Und deshalb lass mal hier mal das so grob drinstehen, wenn da also der Profi rangeht oder der langjährige Maler, der wird dann manchmal schon bei so detailgenauen Bildern darauf achten, dass wirklich noch mehr Kleinigkeiten da drauf zu sehen sind. Aber aus 1,50 Meter Entfernung verschwinden diese Kleinigkeiten schon von alleine. Ich sage immer, wenn Sie ein Bild aufhängen und das hängt an der Wand, dann brauchen Sie im Wohnzimmer weniger Platz. Wenn Sie natürlich aufs Gäste-WC ein Bild hängen, dann müssen Sie dem Betrachter viel mehr zum Fassen geben, zum Schauen, weil er niedrigeren Abstand hat. Also im engen Flur immer darauf achten auch, dass hier viel mehr kleine Details vorhanden sind. Jetzt gestalte ich hier ein paar Dünengräser auf, wieder auf den Fächerpinsel aufgenommen. Jetzt eine Mischung aus Permanentgrün mit etwas Weiß und Cadmiumgelb. Ganz wichtig, nehmen Sie kein Indischgelb. Indischgelb hat einen so hohen Rotanteil und wirkt dadurch immer etwas dreckiger. Wir wollen Leuchten rein haben. Sie sehen, gegen den Strich ganz zart rausarbeiten. So können wir die Gräser auf die Düne bringen. Erstmal relativ hell rangehen, dass wir das hier an der Seite, das entstehen gegen den Strich, arbeiten. Und auslaufen lassen, ganz kleine Striche machen. So, dass man hier auch noch ein bisschen was runter. Jetzt haben wir das Grün drin, wir brauchen etwas Tiefe, da nehme ich jetzt mein Permanentgrün gemischt mit etwas Braun. Dadurch bekomme ich einen Olivton, der sehr dunkel ist. Man sieht es hier im Kontrast, setze unterhalb der Gräser nochmal an und fahre ganz leicht dagegen, auch in die andere Richtung. Und erreiche somit die Tiefe der Gräser. Das ist also ganz wichtig, weil an die Kante unten drunter kommt weniger Licht. Das hat also am Anfang einen Grund, immer darauf achten, schauen, wo kommt Licht ran und wo nicht. Wir nehmen etwas Cadmiumgelb, kombiniert mit ganz, ganz wenig Grün. Sehr heller Ton, Sie sehen, nochmal eine Nummer heller und setzen vorsichtig ein paar kleine Spitzen drauf, die im Licht flimmern. Und erreichen somit nochmal ein bisschen
Aha-Effekt. Und nochmal unten teilweise ein bisschen verstärken die Töne, ein bisschen Ocker rein, schaffen da ein bisschen so dreckige Flächen. Lassen das hier nochmal so auslaufen und auf diese dreckigen Flächen können wir wieder minimale Lichtflächen draufbringen, so ein bisschen Spiel, einfach so ein bisschen rein. Sehen, da bin ich gar nicht so empfindlich, nicht zu viel drüber nachdenken, mehr fühlen. Und lassen das hier einfach mal so auslaufen. Sie sehen, wie sehr schön die Details hier entstanden sind. In einer atemberaubenden Geschwindigkeit, also ich sage, bei einer Open-House-Veranstaltung braucht für so ein Bild nicht länger als 30 Minuten. Und es ist immer ein Blickfang, Küste, wirkt immer, Sommer, Sonne, was will man mehr im Leben? Seien Sie einfach mutig und probieren Sie das einfach mal aus. Sie werden merken, es ist kein Hexenwerk. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, bei diesem Video zuzusehen. Unser nächstes Thema bin dieses Mal nicht ich vor der Kamera, das ist Silvia. Silvia kommt mit einem ganz speziellen Thema, das heißt Rost. Und ihr seht schon im Hintergrund, womit sie eine Frau auslässt. High Heels, aber verrostet.